Thank you.
Und was hast du seit unserer letzten Sendung so gevögelt? Hast dir einen gezwitschert? Ach, Flo. Hendrian. Ja. Und sonst? Ja, muss, ne? Muss. Na. Selbst. Ach, nicht. Zu spät. Okay. Au. Meine Schulter macht au. Also das Übliche, aber anders. Das tut mir leid. Das bin ich auch so blöd zu streichen. Beziehungsweise jetzt ist die Balkonwand gestrichen. Und ich bin jetzt an den Brettern vom Geländer. Abbauen, sauber machen, streichen, anbauen. Das einzig Gute ist, da sind keine Wespen. Das konnte man vom Rest streichen nicht sagen. Also ich weiß jetzt, dass ich drei Wespennester auf dem Balkon habe. Und die einen, die mögen es nicht, wenn ich auf die Leiter klettere. Denn die haben mir beim Runterklettern auch direkt auf die Glatze gestochen. Ja, super. Ja. Und sonst? Wasserschaden? Ja. Also die Dingsbums, Dingsbums. Der Spülkasten, so heißt das Ding, das ich suche, hat einen Riss. Und den hat er ausgenutzt. Tropfenderweise. Und das kam am nächsten Morgen im Treppenhaus durch. So ein Scheiß. Ja, heute waren die Leute da, haben Feuchtigkeit gemessen. Also hier bei mir muss nichts getrocknet werden. Das ist wirklich alles durchgelaufen. Yippie. Und ja, das ist bis in den Keller runter. Das heißt, da muss auf jeden Fall so ein Trocknungsgerät mal hingestellt werden. Und auch im Erdgeschoss. Aber da ist nichts, also da muss nicht gebohrt werden oder so in die Platten. Da steht einfach nur so ein Lufttrockner dann. Okay. Ja. Ein Traum. So wie es Spaß macht. Nur ohne Spaß. Und du, was hast du denn so erlebt? Ich habe mich immer noch nicht aufgehängt. Dafür kann ich jetzt nicht.
Ja, alles beim Alten, würde ich sagen. Viel Stress, viel zu tun. Alle Prüfungen rum für dieses Semester. Für dieses Semester? Erstmal ja. Ich glaube meiner Uni erst, dass ich einen Abschluss habe, wenn ich ein Zeugnis in der Hand halte. Also nie. Eventuell auch das. Wir warten jetzt gebannt und gespannt darauf, dass die Profs es schaffen, irgendwann in den nächsten Monaten aus ihren Urlauben wiederzukommen, die Noten an das Prüfungsamt zu geben, die das dann hoffentlich in den Computer eintragen, damit die Studienbürosfrau auf den Druckenknopf drücken kann, um mir ein Zeugnis auszudrucken. Also nie. Genau. Yay. Ja, ansonsten, was ist denn noch so? Mir schläft gerade der Fuß ein, hier ist hier live auf Sendung. Ach, du meinst, dein Fuß hört mit? Ich hoffe doch nicht. Also wenn er gleich anfängt zu faulen, weißt du warum? Musst du ihm die Hühnerohren zuhalten. Ich könnte mich auch einfach anders hinsetzen. Gibt es denn sonst noch Tolles? Ich habe heute 4 Wochen Urlaub bewilligt bekommen. Yay! Wann war eigentlich schon? Unsere letzte Aufnahme? Frag mich nicht. Soll ich mal nachgucken? Her. Nö. Alt und verbuddelt.net. Schön, dass kein Datum dabei steht. Das müsste gewesen sein. Damals. 1802. War das nicht die Folge, die ich auf dem Balkon aufgenommen habe? 27. Juni. Also in der Hitze noch, ja, das war ungefähr vor 3 Wochen. Dann war ich ja seitdem auch auf dem Futter und Liebe. Es war großartig. Es gab auch Kartoffeln. Ich mag übrigens diesen Hashtag Futter und Liebe. Ja. Mein Schoß kribbelt. Vielleicht denkt irgendwo ein Orthopäde an dich. Ach, immer dieser Orthopäde. Mein Arsch juckt, vielleicht denkt er nur an Proktologe an mich. Nee, ich denke an dich. Ah, das erklärt den Ausschlag. Ja, es war jetzt kurzzeitig ein wenig kühler. Jetzt fängt der Scheiß wieder an. Echt? Ich habe immer noch meine lange Hose an. Kann noch nicht so warm sein. Heute geht's noch, wobei draußen ist es schon wieder eklig schwül. Und am Wochenende soll es losgehen wieder. Dingsen, Dings, Dingsen, Dings, Dings. Dingsen, Dings. Mit oder ohne? Dings, Bums. Dings. Immer ohne Bums. Falara. Ja. Und ja, hast du schon. Ja, sorry. Ja, ne? Sonst ist tatsächlich nichts gedingst. Also passiert hier. Okay. Glaube ich. Bin ich ganz sicher. Aber ich vermute.
Und jetzt du. Nee, ich möchte nicht. Was macht denn dein Garten? Um den müsste ich mich auch mal wieder kümmern. Ich habe jetzt einige ziemlich große Tomaten schon. Ich habe aber auch zwei Tomatenstöcke jetzt weggetan, die einfach gar nichts, keine Anzeichen von irgendwas gezeigt haben. Die sind nicht tot, die schlafen nur. Jetzt sind sie tot. Wobei ich hatte ein Mäuschen auf dem Kompost, das hat sich beschwert, dass ich die da hingeschmissen habe. Ich bin gespannt, das waren die letztes Jahr, die größte war 900 Gramm. Ach du Schande, das war ganz schöner Brummer. Ja, und die werden dieses Jahr, so wie es aussieht, jetzt auch ein paar, ja, etwas größere dabei sein. Mhm. Dafür sind es halt auch entsprechend weniger. Ja. Aber natürlich kannst du mit einer dann auch eine schöne Portion Soße machen. Mhm. Bin ich gespannt. Die Chilis blühen endlich. Mhm. Sehr spät dran. Und ja, die Gurken blühen. Ich habe jetzt auch Gurken. Mhm, Die Kräuter wuchern. Gut, gut, gut. Meine Tomäteln so vor sich hin, da ist alle paar Tage mal was dran. Aber ja, unspektakulär. Die Chilis tragen inzwischen so Mini-Chilis dran. Mal schauen, was da draus wird. Woran erkenne ich, dass ein Kürbis reif ist? Wenn du ihn abdrehst von diesem Nabelschnur, ja. Dann geht das leicht ab. Das heißt, solange das nicht wirklich abgeht, ist er auch noch nicht fertig. Okay. Die brauchen lange. Ja, aber er hat jetzt schon ungefähr die Größe eines Kürbisses, wie ich ihn kaufen würde im Laden und auch die Farbe und. Ja, der wird wahrscheinlich auch dann nicht mehr unbedingt größer werden, sondern nur noch reifer. Okay. Also so wie, nein, wir ja nicht. Naja, irgendwie schon. Ja. Ich welke. Welpe oder Welke? Welke. Okay, schade. Ja. Aber gut, das bleibt nicht aus. Das ist der Lauf der Zeit. Ja. Wir werden alle nicht keimiger. Naja, bei mir sprichst schon lange nichts mehr. Warum auch? Stimmt. Kann seine Energie auch ruhig aufs Kompostieren fokussieren. Ach, ja. Ganz leise ist, kann man hören, wie ich mich zersetze. Ach ja, es regnet ein bisschen, das hört man auch vielleicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hallo. Oh, es regnet? So, ja, also Tropfen für Tropfen, aber ich nenne es mal Regen. Dann entschuldige mich bitte kurz. Ich muss mal auf den Balkon. Okay, ich weiß aber nicht, ob es bei dir auch regnet. Ich werde in der Zwischenzeit auf Twitter rumklicken. Mir ist langweilig. La 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 la. La 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 la. Oh, es klingt so, als würde der Balkon sich wehren. Ich habe heute Nacht irgendwas von einem Puma im Garten geträumt. So. Hi. Hallo. Ich habe bestimmt das Publikum ganz toll unterhalten. Yay. Wir sind halt doch die geborenen Endordainer. Ja.
This is the Entertainer. My only friend, the Entertainer. No fun and no surprise, the Entertainer. Ich bin aber auch müde, verrückt. Ich habe trotz des kühleren Wetters so beschissen geschlafen. Vielleicht ist es mir auch einfach zu hell. Ich sollte das mal mit Augen zu versuchen. Na gut. Mr. Sandman, bring him a dream. Bum, 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 bum. Ja, oh. Meine Gelenke knacken. Ich werde halt alt. Ich bin halt alt. Du wirst nur besser, Flo. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Wenn ich mich verändere, dann ist das eher wie dieses Twitter-Update. Und das sieht scheiße aus. Nein. Doch. Nein. Hast du es schon gesehen? Um welches Twitter geht's? Twitter im Web oder Twitter auf dem Handy? Im Browser. User joined your channel. Browser. Oh, wir haben eine Gast. Jemand hört uns live? Ja. Diese Narren. Hahaha, wir müssen jetzt senden. Mist. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Content. Penisringe. Ja. Du darfst auch reden, wenn du willst, Gast. Du hast wahrscheinlich kein Mikro. Penisringe. Oh. Dieser Leistungsdruck. Nein, dieser Penisring. Sag doch, dieser Leistungsdruck. Rundring. Leistendruck. Rundring mit Schnappverschluss. Also hätte ich ja Angst, dass der Verschluss schnappt. Nein, bleib ruhig. Du hast das Schlimmste schon verpasst. Ach ja. Apropos Content und Dinge, die drücken, wenn man sich nach vorne beugt. Hast du Invader Zim weitergeschaut? Ja. Gut. Die Episoden 19 und 20 der ersten Staffel besprechen wir heute. Folge 20, und Folge 19, ja. Ich werde dir mal einen Link reinschmeißen. Was mir ausgeworfen wurde bei der Suche nach Penisringen. Schmeiß ruhig einen Link rein, das ist mir recht. Haha. Gott, war der schlecht. Ja. Na. So. Oh, ein Link. Was? Ja. Achtung, dieser Ding könnte gefährlich sein. Ja, danke, das weiß ich. Er kommt vom Flo. Also oh. Ich habe bei der Suche nach einem Penisring einen Longfingerclaw-Ring gefunden. Und oh. Das in Verbindung mit Penis stelle ich mir sehr lustig vor. Für vielleicht wen? Auch ein bisschen eher angespitzt zu ihrem Vergnügen. Ja, aua, das, ja. Ja. Das bedient so absolut gar nichts auf auf meiner Fetischliste. Bei den Kommentaren steht da, diesen Ring finde ich sehr cool und außergewöhnlich schluicht.
Also er schlucht, finde ich ihn auch. Eine richtig edle Kralle. Ja, eine richtig edle Kralle. Wird über dem ganzen Finger getragen. Wird in einem Schmucksäckchen geliefert. Zu instabil, dreht sich auf dem Finger immer weg. Ach ja, das... wer Seite, kennt das Problem? Seite 2, erster Kommentar. Merkwürdige Länge. That's what she said. Ich weiß nicht, ob andere nun längere Finger haben als ich. Aber so wie der Ring gebaut ist, passt er mir auf keinen Fall richtig. Ach, ach, ach. Dabei fällt mir ein, ich gehe am Wochenende wieder auf ein Gothic-Konzert. Zieh deinen Fingerring an. Beziehungsweise auf ein Festival. Ja, ich werde nichts anderes tragen. Ja, das hoffe ich doch. Gezackt zu ihrem Vergnügen. Ja. Aber ganz Körper. Der Floh ist der Kaktus der Liebe. So hat mich schon lange niemand mehr genannt. Ja, weil ich immer diesen Knebel tragen muss. Das letzte Mal, das war 69, damals in dieser Wüste, als du an meinen Früchten genascht hast. This is the end. Dips erfülltes Leben und Girr tickt aus. Ja, ich mag deine Überleitung. Ja, ich auch. Ich dachte, ich leite mal so ganz vorsichtig über, sonst, du weißt schon, erzählen wir wieder Sachen, von denen der Anwalt gesagt hat, er sagt das bloß niemandem. Und dann ist er aus dem Fenster gesprungen. Seitdem habe ich ja den Jonas als meinen Anwalt. Ja. Ich hätte schön gefunden, wenn ihr mich nicht verklagt hättet, aber okay. Irgendwas ist immer. Ja. Falls dieser Podcast also irgendwann mal aufhört, ohne irgendeine Meldung, dann naja, hat sich der Gerichtsstreit hochgeschaukelt und ist eskaliert oder wir hatten keine Lust mehr. Ja. Hast du auch ein erfülltes Leben, so wie Dip? Nein, aber ich hätte gerne einen Muffin. Soll ich dir einen an den Kopf werfen? Gerne. Sehr schön. So habe ich mein Essen am liebsten. Weißt du, wer auch einen Muffin gegen den Kopf geworfen bekommen hat? Nein, erzähl es mir. Sim. Oh nein, war das etwa Dip? Ja, aber er hat es nicht verraten. Das war eine Sache. Ich sag's dir. Daraufhin kam Sim auf die Idee, ihn zu verfluchen und ihm quasi den letzten Nerv und Schlaf zu rauben. Und was würde ich ja nicht machen? Ich würde den Muffin essen und weitergehen. Du raubst keinem den letzten Nerv. Nein. Wir warten mal ab, wenn diese Folge rauskommt. Ja, ich meine, hey, 3 Hörer ist echt zu viel. Ja, ich finde auch. Ja, wie ging's weiter mit Sim und Dip? Nachts, des Nachts, im Schlaf. Wurde Dip heimgesucht von Geistern. Nein, von Geister-Aliens. Die oder ihm, vielleicht auch das, man sieht das nicht so genau in dieser Serie. Und bekommt von den Geister-Aliens Geister-Alien-Superkräfte. So, er kann hier so Telepathie und rumfliegen und sowas. Und nutzt diese Kräfte natürlich völlig aus, um die Welt
ihrer Geheimnisse zu berauben. Geheimnisse wie die Existenz von Außerirdischen, die Existenz von Geistern, die Existenz von Podcastern. Ohne Hose. Immer ohne Hose. Ja. Sagt der Mann, der eben gesagt hat, er hätte nur eine Hose an. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich vom Balkon wiederkam. Das war also dieses Klappern. Genau. Ich dachte, ich kenne dieses Aufschlaggeräusch auf dem Boden. Das kam mir bekannt vor. Ja, das Klappern, als ich meine Eisenhose verlor. Der Mann mit der eisernen Hose. Ja. Man muss ja vorsorgen. Ja, das hat mein Proktologe auch gesagt. Sonst kommt man irgendwann in das Alter, wo man beim Gehen den Boden wischt. Streifenweise. Ja, richtig. Man muss halt oft hin und her laufen, aber mein Gott, das hält jung. Wir sind alt, wir vergessen ja auch oft Sachen. Wir müssen ja immer wieder hin und her laufen. Ich ja. meine, wir sind auch als junge Leute schon in die Ecken gekommen, oder? Ach, Flo. Wir waren doch niemals jung. Ach, stimmt. Wir waren nur kleiner. Ja. Ja, und dann als dann schließlich die Welt keine Geheimnisse mehr hatte, musste Dick natürlich weiter mit seinen Kräften Dinge tun und hat damit Dinge getan. Du meinst so. Sir Dip. Oh, Sir Dip, Entschuldigung. Hier so Weltraumschlachten und sowas, epischen Ausmaßes, nur um die Snacks aus den Weltraumkampfblechdosen der Aliens zu klauen und die Welt mit Snacks zu überfluten. Ja, und dann wachte er auf und stellte fest, dass er die ganze Zeit in Sims Geheimlabor gefangen gehalten wurde und das nur ein Hologramm-Gedöns war, um ihm die Information zu entlocken, dass er den Muffin ihm an den Kopf geworfen hat. Ja. Fazit der Folge. Ja, nicht so prall. Dips Wonderful Life of Doom. Ich fand sie auch nicht so toll. Aber. Die nächste Folge, Girtickt aus, war die mit Abstand beste Folge, die ich bis jetzt gesehen habe. Girls Gone Crazy and Stuff. Diese Folge, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich sie zweimal geguckt. Großartig. Ja, wir haben ja schon öfter gesagt, dass Gir eine unserer Lieblingsfiguren ist. Wahrscheinlich die Lieblingsfigur. Und ja. Das, ja. Aber diesmal erleben wir ja einen anderen Gir. Ja. Weil er hat wieder mal einen der tollen Pläne von Sim kaputt gemacht. Und deswegen muss Gears Verhaltensmodulator geändert werden. Er spielt also damit rum und hat Erfolg. Leider. Denn unser guter Gear ist jetzt ein bösartiges Genie. Und versucht Sim, ja, aus dem Weg zu räumen. Ja, weil Sim eine Gefahr für die Mission ist, weil er... Ne? Ja, weil er Sim ist. Ja. Ja, das kann natürlich Sim nicht zulassen und muss versuchen, Gear schnellstmöglich wieder zurück zu modulieren. Denn er könnte ja auch die Behörden auf sich lenken. Und an dieser Stelle muss ich dazwischen grätschen und aufmerksam machen auf meine Lieblingsszene in der ganzen Folge. Gear dreht durch und entführt quasi einen Polizisten, der dann als Opfer auf einem Experimentiertisch liegt bei Sim und natürlich ganz klassisch wie in jedem guten Hollywood-Streifen sein Mäppchen da aus der Hose zieht und sagt, aber Sie können doch nicht, ich habe doch Kinder und eine Familie und ein Haustier und ein Klo und Klo-Kinder. Ja, was ist deine Frage? Nichts, keine Frage. Einfach, ja, großartig.
Ein Mann und sein Klo. Das darf nicht getrennt werden. Seit Al Bundy wissen wir das. Ja. Klo-Kinder. Ich habe sie selbst gebaut. Sie sehen aus wie kleine Mumien. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Besuch bei der Familie des Patenkinds meiner Frau. Weil das Patenkind hat eine größere Schwester, die ist jetzt, glaube ich, 5. Und die hat ihren ersten Zauberstab vom Jahrmarkt bekommen. Schwang diesen Zauberstab, verwandelte meine Frau damit in ein Huhn, drückte ihr mit dem Zauberstab auf den Bauch und sagte, du musst jetzt ein Kind legen. Ja. Ja. Hat sie es gemacht? Bist du Papa? Ich hoffe, sie hört es nicht zu. Vielleicht von einem Windkind. Ich merke mir mal die Aufnahmezeit. Das muss ich ihr dann schicken. Ja, bei unserer Scheidungsfeier machst du eine Audio-Collage meiner schönsten Aussätze. Oh ja. Du weißt ja, ich habe doch ungeschnittenes Zeug hier. Ja. Also nicht, dass wir diesen Podcast hier schneiden würden. Ich schneide nur vorne und hinten was ab und da kommt dann meistens noch so die Ausfälle hinten dran. Wie im echten Leben. Ja. Ja, wie im echten Leben ist das eine tolle Folge. Muss ich auch sagen. Ja. War schön. Ich mag meine Überleitung heute irgendwie nicht. Das aber, wird auch wieder besser, Flo. Ja. Wenn das Wetter wieder kühler wird und du wieder denken kannst und die Dampfturbine in deinem Kopf nicht hohl dreht, dann klappt das. Aber ich muss jetzt mal was dingsen. Soll ich dabei was singen für unsere Gäste und Zuhörer? Da kann ich ja dann... Ich kann doch nicht, wenn einer singt. Nee, warte. Nein, nämlich das Klo-Kind oder ein Kind legen hat mich gerade auf etwas gebracht, das ich aber erst noch gucken muss, ob ich das auf die Schnelle finde. Deswegen verrate ich noch nicht, was es ist, sonst hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. It's the Klo-Kind, Charlie Brown? Nein, es ist Rick und Morty. Aha. Aber die haben das scheinbar nicht hier auf der Seite zum schnell mal gucken. Weil in ihrer letzten Folge haben sie die Staffel 3, Folge 9, also der Rick und Morty Podcast, gesprochen. Und gehen dabei auf ein Lied ein, das in dieser Folge vorkommt. Und übersetzen das auch. Mhm. Und ich gucke gerade mal, ob ich den Text finde. Weil das ist so etwas. Du meinst, wir sollen diese Folge unbedingt verlinken? Das weiß ich nicht. Also können wir machen. Ich finde es zwar immer manchmal ein bisschen anstrengend, wenn eine halbstündige Sendung in 3 Stunden besprochen wird. Wir sind etwas schneller. Aber ganz lustig sind es auf jeden Fall immer. Mhm, mhm. Zwei Songs, ja. Vielleicht können wir das Lied, wenn ich es finde. Es geht darum, ja. Das, da sind die Lyrics gut.
Endlich habe ich sie gefunden. I've got a doo-doo in my butt. And I don't know what to do with the doo-doo in my butt. But I know what a father should say to you, that he's proud of you. Every daughter is a doo-doo from a father's butt. Biologically speaking, the butt is a nut. And every father is wrong. And there isn't a song, so that can change that. I've got a doo-doo in my butt. And I don't know what to do with the doo-doo in my butt. But I know that a father should say to you that he's proud of you. Warte mal, das wiederholt sich noch ein bisschen was? Da, der letzte. Every daughter is a doo-doo from a father's butt. Ne, ist dasselbe nochmal, Mist. Also es ist, ich habe keine Ahnung, es ist total bizarr. Ein bisschen. Also Fathers and Daughters heißt das Lied von Rick und Morty, Man findet es auf YouTube. Erschreckend, ja. So, und jetzt kommen wir zum Staffelfinale, oder? Okay. Gut. Tech, the hideous new girl. Die hässliche neue. Ja. Und das ist wieder einer der seltenen Fälle, wo die Geschichte über die ganze Folge, eine 20-minütige Story, und Sims-Klasse bekommt einen Neuzugang. Eine neue Schülerin namens Tech. Und Sim fällt bald auf, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt mit ihr. Erst denkt er, sie ist vielleicht in ihn verliebt. Aber dann stellt sich heraus, nein, sie ist auch ein Irken. Und sie will die Erobererin der Erde werden. Sie will Kalif werden statt dem Kalifen. Naja, statt Sim. So ganz mächtig ist er ja noch nicht. Ja, deswegen muss Sim jetzt ausnahmsweise mal die Erde retten, statt sie zu erobern. Und er verbündet sich dafür auch mit Dip und Gas. Dum, dum, dum. Das hat mich wirklich verwirrt, das aber gut. Also gut, war schön. Ja, war eine nicht schlechte Folge. Tatsächlich, dadurch, dass sie halt länger war, hatte sie auch ein paar Längen. Aber, ja, aber auch Handlung. Ja. Ich würde sagen, ein würdiges Staffelfinale. Also man könnte sich auch vorstellen, dass Tech wieder auftaucht. Ja, vor allem nach dem Ende, ne? Ja. Und es wäre auch gar nicht schlimm, weil sie ist eigentlich eine gute Gegenspielerin. Ja, ich mag ihre Katze. Ich mag keine Katzen. Hallo, Spotto. Hallo, Spotto. Der hört uns nicht. Recht hat er. Naja, ich würde uns auch nicht hören, wenn ich Spotto wäre. Wenn ich Spotto wäre, würde ich auch den ganzen Tag nur in meinem mächtigen Gemächt herumspielen. Und frittiertes Zeug essen. Ach, das muss ein Leben sein. Ach. Als König der Insel. Ja. Tja. Ja. Jetzt haben wir nur noch 7 Folgen. Denn länger dann ist die zweite Staffel nicht. Können wir endlich aufhören? Ja. Wir könnten sie alle in die nächste Episode packen und dann hätten wir es geschafft. Nein. Okay. Nein, ja. Wir teilen die ordentlich auf 3,5 und 3,5. Okay. Was ja tatsächlich möglich wäre, weil Folge 4 ist eine mit 2 Geschichten. Ja, ausgezeichnet. Ja.
Die letzten drei sind nämlich nur mit jeweils einer Geschichte und die erste auch. Mhm. Folge 5 heißt zum Beispiel A Guess, Taster of Pork. Ich freue mich da schon drauf. Aber ja, ich freue mich auch auf Folgen mit Titeln wie Sim Eats Waffles. Ja. Ja. Es wird toll. Hoffe ich. Ja, ich dachte. Ja. So, will denn unser Gast noch was sagen? Genau, wir schalten jetzt einfach unseren Gast live dazu. Hallo Gast. Unser Gast war ja schon mal zu Gast. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich mag's, wenn du Fakten aufzählst. Ich nicht. Wo war denn unser Gast schon mal zu Gast? Bei uns? Hatten wir schon mal Gäste? Also außer dass wir erobert wurden zwischendrin. Denk mal genau nach. Ich genau nachdenken. Ich bin froh, weil ich weiß, was ich gestern gegessen habe. Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Das war auch nur ein Beispiel. Wenn du mich jetzt fragen würdest, käme ich auch nicht drauf. Doch, ich hatte Pizza Hawaii zum Frühstück. Ich hatte... Was hatte ich denn gestern? Ich glaube, ich hatte gestern nur eine Scheibe Brot. Irgendwie nicht dazu gekommen. Scheibe Brot mit Tomatensauce, Käse, Ananas und Schinken. Ich habe die Tage aber... hörst du das? Ja. Ich weiß nicht, was mein Nachbar da macht. Ist mir auch egal. Ich dachte, du hättest einen Hund, der sehr leidet in deinem Zimmer. Nein, aber ich hoffe, der Nachbar hat keinen Hund. was wollte ich sagen? Achso, ja, essenstechnisch. Ja. Ich hatte letzte Woche schwarze Spaghetti mit einer, es war keine Hummersoße, es war eine Krabbensoße mit Garnelen, Frühlingszwiebeln und Kirschtomaten. Nom nom nom. Also ich habe eine Hummersuppe gesucht. Ja. Habe aber leider nur eine Krabbensuppe gefunden. Mhm. Und habe ich die dann mit ein bisschen Tomatenmark und ein bisschen Knoblauch und so weiter püriert. Mhm. Eingekocht, habe das Gemüse dazu gegeben und die gebratenen Garnelen und dann die Spaghetti untergehoben. Und es war sehr lecker. Das klingt auch so. Mhm. Ach, Flo. Ach, Pupsalle. Ja, ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich müde bin? Nee, echt? Ja. Musste mal mit zu in den Augen schlafen. Oh, verdammt. Dieses Neumutschelzeug. Ich gewöhne mich einfach nicht dran. Wenn man Kopf überschläft, klappen dann eigentlich die Augenlider wegen der Schwerkraft wieder auf? Ich frag bewusst dich, also. Ja, aber das Gute ist, die unteren Augenlider werden ja auch schwerer, die ziehen sich irgendwann wieder drüber. Ach, du meinst so quasi die Tränensäcke klappen einfach nach? Ja. Sehr schön. Tränensackgesicht. Ah. Hui, hui. Was machst du denn schon wieder? Ich habe am Mausrad gedreht. Ach so. So.
Ich habe einen gewissen Hass auf Tiere entwickelt. Yay! Ich habe nämlich Wäsche gewaschen. Habe eine Wäscheleine voll mit schwarzen T-Shirts. Will sie heute abhängen und sehe auf jedem schwarzen T-Shirt einen weißen Vogelkackefleck drauf. Das hatte ich bei dieser Hitze, als ich oben ohne in meiner Hängematte lag. Mitten auf der Brust. Ach schön, da wurdest du quasi mit kühlendem Vogelkot mariniert. Ja. Mensch, das ist doch nett von der Natur, dass sie so an dich denkt. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, der gleiche Vogel, der erst meine T-Shirts voll geschissen hat, war auch der, der eben dachte, er könnte quasi probieren, wiederholt die Fensterscheibe einzuhauen. Ja, das sind meistens dieselben. Ich möchte das nicht. Kackspechte. Ich werde von Vögeln gestalkt. Nee. Wie heißt das? Stalkern gevögelt. Irgendwas ist immer. Wir machen so ein Remake des Hitchcock-Klassikers. Ich sehe es schon vor mir. Du verlässt das Haus. Überall sitzen sie. Auf jeder Mauer, auf jeder Leitung. Und du gehst die Wäsche abhängen und alles ist vollgekackt. Also ganz langsam legst du die Wäsche wieder in den Korb. Kein Gesichtsausdruck. Stück für Stück. Dann gehst du zurück ins Haus. Aus. Das wird super. Den Film könnte ich auch mal wieder gucken. Der ist echt gut. Immer noch. Wenn du das sagst. Ja. Das heißt, der Anfang ist ein bisschen zäh für heutige Verhältnisse. Mhm. Aber so die Spannung ist immer noch gut. Okay. Ich habe doch letztens auch irgendwelche Filme gesehen. Was war das denn? Roy Black. Zum Glück nicht, Gott bewahre. Pets 1? Pets 1? Pets. Nicht Weird Science? Und mir wurde von einem Arbeitskollegen, dessen Name nicht genannt werden darf, High School of the Dead empfohlen. Davon habe ich auch schon gehört. Eine Serie, die, wie er sagte, sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es ein Anime ist, wo die Frauen endlich mal große Brüste haben. Oh, das haben wir ja nicht so oft. Und halt Zombies. Ja, Zombies sind immer gut. Ich habe letzte Woche Juan of the Dead geguckt. Also eine Zombie-Komödie, die in Kuba spielt. Mhm. Und dieser Juan und seine Freunde machen ein bisschen Geld, indem sie halt die zu Zombie gewordenen beseitigen. Und es ist echt ganz lustig. Also es fängt damit an, dass sie, er und sein Kumpel so auf einem Floß da vor sich hintreiben und angeln. Und es ist einfach heute nichts los. Und irgendwann treibt dann eine Leiche an. Und stoßen sie so ein bisschen an. Boah, sie kommt aus dem Wasser. Kriegt einen Pfeil ins Auge. Treibt weg und die beiden gucken sich an und sagen, okay, wir reden da einfach nicht mehr drüber. Ja, kann man so gucken, es ist unterhaltsam. Ich würde sagen, das letzte Wort lassen wir heute unserer Gästin. Okay.